Mit dem Kommunalfinanzbericht 2014 legte der Präsident des Landesrechnungshofes MV, Dr. Tilman Schweißfurth, am Dienstag den jährlichen Ein- und Ausgabenkompass vor. Die gute Nachricht, dank stark gestiegener Einnahmen wurde in den Kommunen insgesamt ein Plus verzeichnet. Aber es gäbe Einnahmepotenziale, die zu wenig ausgenutzt werden, so Schweißfurth. So könnten in vielen Orten höhere Grund- und Gewerbesteuern verlangt werden. Statt Sonderhilfen vom Land zu beantragen, sei dies der bessere Weg. Außerdem sind die Sozialausgaben nach wie vor extrem unterschiedlich. Beispielsweise gebe Schwerin etwa 45% mehr für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus als Rostock, bei vergleichbaren Fallzahlen. Ich habe das ja dargelegt, Riesenunterschiede in der Falldichte und in den Kostenprofil. Und gerade da, wo Auffälligkeiten nach oben sind, wo man nach oben rauskrankt, da muss ein offener, ehrlicher Dialog mal beginnen zwischen dem Kreis und der kreisfreien Stadt auf der einen und den Leistungsanbietern. Was läuft falsch? Was können wir ändern? Denn man muss auch den Leistungsanbietern deutlich machen, es gibt Grenzen der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte. Und die sind auch, gelten auch für den Sozialbereich. Kurioses ergab die Prüfung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Dort seien ganze 18 Millionen Euro Forderungen seitens der Gemeinde noch offen und 7 Millionen können nicht zugeordnet und daher nicht verwendet werden. Gründe dafür sah Schweißfurth in der anspruchsvollen Einführung des neuen Haushaltssystems, der DOPIC, in den Kommunen, vor allem aber in mangelhaftem Finanzmanagement.